Bestimmt haben sich viele von euch schon mal überlegt, was sie wohl für ein Trainer wären, wenn es Pokémon wirklich geben würde. Was für Pokémon man bis zu der Top 4 gesammelt hätte und worauf man sich so spezialisieren würde. Doch denkt jetzt mal an etwas anderes. Denkt nicht an den normalen Trainer wie Ash oder Rot oder sonst wer, sondern stellt euch mal vor, ihr habt eine eigene Pokémon-Arena und müsst diese gestalten. Und genau das möchte ich jetzt in diesem Video machen. Deswegen stelle ich euch meine Arena vor, wenn ich eine in Pokémon Sonne und Mond hätte. Viel Spaß! Also, an meiner Arena gibt es schon mal eine Sache, die ich festmachen will. Jede Arena, die man hat, braucht ja ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Pokémon-Typ, nach dem sie sich richtet. Und dieser Pokémon-Typ wäre bei mir Boden, weil ich ein großer Fan von vielen, vielen Boden-Pokémon bin. Und somit würde ich mich der Reihe anschließen von Giovanni aus den originalen Pokémon-Spielen, der auch Bodentrainer war, und Clay aus Pokémon Schwarz und Weiß. Ich finde es halt schade, dass es nur zwei Bodentrainer gibt, während es, ich glaube, sieben oder acht Wassertrainer schon gab. Ne, sieben, glaube ich. Wenn es sieben Wassertrainer gab und deswegen finde ich, dass Boden viel besser ist und möchte mich dieser Reihe dann anschließen. Dann gäbe es den Orden natürlich bei mir zu gewinnen. Das wäre der Terrain-Orden. Ein ganz gewöhnlicher Bodenorden und meine Arena wäre die siebte. Das heißt, es wäre erst die siebte in der Reihenfolge. Ist. Mit anderen Worten, dass ich schon etwas stärkere Pokémon zur Verfügung hätte. Doch kommen wir erstmal zu der Arena an sich. Jede Arena braucht ja irgendeine Besonderheit. Es fängt ja immer leicht an mit einem kleinen Rätsel und die Rätsel werden ja von Arena zu Arena schwerer. Meine Arena wäre eine Art Labyrinth. Du musst in einem Labyrinth den kürzesten Weg rausfinden, denn jeder Schritt, den du machst, bei jedem Schritt reißt der Boden ein Stück weit auf. Und wenn man nicht die schnellste Route nimmt oder sich zu oft verläuft, dann reißt dieser Boden komplett auf, man fällt hinunter und rutscht mit einer Erdrutsche zurück zum Anfang. Schafft man es allerdings ganz durchzugehen durch das erste Labyrinth, ist in dem Zwischenbereich zwischen dem ersten und zweiten Labyrinth ein Trainer. Dieser Trainer ist ein sogenannter Rune-Maniac und sie kämpfen mit entweder Dickter und einem Dickdri oder mit Skorgler und einem Sandermeer gegen dich. Hast du dann den jeweiligen Trainer besiegt, kannst du weiter aufs nächste Labyrinth gehen. Es gibt insgesamt drei Stück von diesen Labyrinthen. Hast du all diese Labyrinthe gelöst und all die Trainer besiegt, kannst du nun direkt zu mir gehen. Ich würde dann oben warten und dann mit meinen vier Pokémon gegen dich kämpfen. Das erste Pokémon, welches ich wählen würde, wäre ein Level 32 Onix. An sich ist Onix ja kein Boden-Pokémon, sondern ein Gesteins-Pokémon, kann aber extrem viele Bodenattacken und deswegen würde ich versuchen, mit Felswurf, Sandgrab, Dampfwalze und natürlich Erdbeben gegen dich vorzugehen und so dann zu gewinnen. Da Onix auf Level 32 nicht sonderlich hoch ist, wäre das wahrscheinlich für einen Trainer, der ein Wasser-Pokémon besitzt, überhaupt kein Problem und so würde es weitergehen zu meinem 36-Level-Knogger. Knogger wäre schon etwas stärker, da im Gegensatz zu Onix Knogger extrem schnell ist. Knogger hat zwar ein Problem mit dem Leben, allerdings ist sein Angriffsschaden extrem hoch und so würde ich mit Knochmerang und mit ebenfalls Erdbeben, glaube ich, guten Schaden ausrichten. Sollte auch Knogger besiegt worden sein, kommt mein Level 38 Hippoteros. Hippoteros hat ja die Fähigkeit, dass es sofort einen Sandsturm losschießt, sobald es gewählt wird. Und um daraus zu entkommen und um da irgendwie zu gewinnen, hat man schon wirkliche Probleme und muss versuchen, gegen Hippoteros erstmal anzukommen, der mit seinem vielen Leben und seiner guten Verteidigung natürlich sehr schwer kaputt zu machen geht. Doch, wenn man die ersten drei Pokémon besiegen will, dann empfiehlt es sich immer, wenn man ein Wasser-Pokémon dabei hat. Und so kann man auch meine ersten drei Pokémon leicht wegmachen, doch wenn man nun mit seinem Wasser-Pokémon gegen mein viertes antreten will, dann wird man an seine Grenzen kommen. Denn mein viertes Pokémon ist ein Level 41 Flunschlick. Flunschlick auf Level 41 wäre ziemlich hoch für diesen Bereich und ist ein großes Problem, denn Flunschlick hat nicht nur den Typ Boden, sondern den Typ Boden-Elektro. Und so würde es nicht nur mit ein paar einfachen Bodenattacken wie Erdbeben kämpfen, sondern es würde auch mit Attacken wie Donnerblitz oder Donner oder Elektroball kämpfen. Und wäre damit ein großes Problem. Flunschlick hätte auch Donnerwelle, womit es halt den Gegner ziemlich leicht paralysieren konnte. Und zumal Flunschlick viel Leben hat, könnte man ein großes Problem kriegen, dieses Pokémon überhaupt zu besiegen. Wenn man gegen meine Arena eine gute Chance haben will, dann empfiehlt sich ein Eis- oder Pflanzen-Pokémon, da man mit Wasser schnell an seine Probleme kommt. Hat man jedoch sowohl ein Wasser-Pokémon als auch ein Pflanzen-Pokémon bereits im Team, so sollte meine Arena nur ein kleines Problem sein, das man trotzdem nicht unterschätzen sollte. Gewinnt man nun gegen mich, bekommt man den Terrain-Orden, es öffnet sich die Rutsche und man kann direkt bis zum Anfang wieder rutschen
Und natürlich schulde ich dem Sieger dann natürlich auch noch seine TM, seine Siegerattacke. Und die wäre, wie man schon den ganzen Kampf bemerkt hätte, wahrscheinlich Erdbeben. Weil Erdbeben einfach die stärkste Bodenattacke ist, die es gibt. Und ein großes Problem wahrscheinlich auch jedem Trainer, der nun nicht mit einem starken Pflanzen- und Wasser-Pokémon ankommt, ein Dorn im Auge war. Das war auf jeden Fall meine Arena in Pokémon Sonne und Mond, Sun und Moon, die Bodenarena. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Arena ihr hättet, welche Pokémon ihr hättet und was für ein Typ die wäre. Und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.